Ja, ich hatte heute Mittag mal die Seite camptwill.de aufgemacht und da hat Werner Altnickel angeboten, also hat eine Sammelstellung gemacht für Feinstaubmessgeräte, die praktisch die Feinstäube, die dann vom Himmel fallen, nachdem die NATO-Flugzeuge, die da ausgebracht haben, in Form von Chemical Trails, von diesen künstlichen Wolken, die ihr da mal beobachten könnt, die dann herunterrieseln, dann kann man diesen Feinstaub eben messen. Und deshalb hatte ich den eben angerufen und das war total interessant, mit diesem alten Haudegen, mit Werner Altnickel da zu sprechen und da über alle möglichen Themen sich auszutauschen und da eben ganz schnell eben noch bei der Sache zu sein. Und habe ihn eben auch hier von Braunschweig erzählt, von unserer tollen Mahnwache und was wir hier alles hier auf die Beine stellen. Und dass wir eben auch das Thema Souveränität hier eben auch immer wieder ansprechen, uns darüber Gedanken machen. Und ja, sagt er eben, extrem wichtig, weil wir Deutschen stehen wirklich in der Verantwortung, diesen Zweiten Weltkrieg endlich zu beenden, der 1939 begonnen hat und der heute 2014 immer noch andauert. Und in diesem Zweiten Weltkrieg werden immer noch Länder angegriffen, ob es Libyen ist oder ob es ganz viele andere Länder weltweit waren. Also die USA hat gegen Kriegsende noch ganz viele Länder dazu bewegt, wie auch immer, dem Deutschen Reich den Krieg zu erklären oder andersrum herum auch. Und solange dieser Zustand also nicht beendet ist, ist da völkerrechtlich also irgendwie auch wenig zu machen, wobei ich das auch nicht so wirklich verstehe. Und was eben ganz wichtig ist, wenn wir einen Friedensvertrag haben wollen, dann brauchen wir erstmal einen deutschen Staat, also einen Staat, der souverän ist und der irgendwie so einen Friedensvertrag überhaupt abschließen kann. Und zwar auf einer Rechtsgrundlage, die eben auf historischer Entwicklung basiert. Und wir können eben erst, meint Altnickel, also jetzt, wenn wir jetzt allein Personalausweisinhaber sind oder Reisepassinhaber, dann ist das noch kein Nachweis über unsere deutsche Staatsangehörigkeit. Das hat auch so ausdrücklich das Bundesverfassungsgericht mal festgestellt. Und es ist auch mitunter in diesen Anträgen, Beschreibungen, wo man jetzt so zur Stadt geht und sagt, er will die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Also auf den Seiten habe ich es auch gelesen. Also der Personalausweis lässt nur vermuten, dass wir deutsche Staatsangehörige sind. Man kann sich das aber eben bestätigen lassen, wenn man eben Deutscher ist und also väterlicherseits, wenn man jetzt ehelich geboren wurde, also rückfolgend, dann würde ich also jetzt praktisch mein Vater und mein Großvater, der ist dann schon in Bayern geboren. Und dadurch könnte ich eben nachweisen, dass ich deutscher Staatsbürger bin nach Gesetz Reichs-Staatsbürgerschaftsgesetz von 1913. Und das hätte dann eben zum Vorteil, wenn eben wirklich viele Menschen diese deutsche Staatsbürgernachweis hätten, dass dann eben viele Deutsche dann eben auch im rechtlichen, juristischen Sinne tatsächlich ja Staatsbürger sind und entsprechend dann auch Dinge beeinflussen können, verändern können. Deshalb möchte ich euch mal bitten, macht euch mal schlau auf der Seite chemtrail.de von Werner Altnickel. Der hat da eben ganz viele Sachen zusammengestellt und eben auch Anleitung gegeben, wie man jetzt zu seiner Staatsangehörigkeit kommt, ist auch gar nicht schwer. Also das macht man eben hier auch als Deutscher, gehe ich zum Ausländeramt und beantrage es dort. Ja, und ansonsten eben dieses Thema Chemtrails, das brennt mir also seit über einem Jahr, seit ich da eben so richtig informiert bin, was es da geht. Ja, unter den Fingernägeln oder schlägt mir auf die Laune oder wie auch immer. Ich finde das also wirklich extrem gruselig, was da passiert. Und es ist wirklich Zeit, dass das aufhört, weil es werden dort veränderte Tatsachen geschaffen. Unsere Natur, die wird vergiftet. Wir können dann eben auch nicht mal in unserem eigenen Garten was anbauen. Ich habe es dieses Jahr selber erlebt, wo ganz viele Sachen, sogar Kürbispflanzen und was weiß ich was, alles fault weg in diesem verseuchten Regen hier. Und es muss wirklich mal Schluss sein. Und es gibt diese Organisation Skyguard, die eine Petition da eingebracht hat in der Europäischen Union, da im Parlament. Und die ist auch angenommen worden. Und das ist da wohl jetzt Thema. Und es gibt wohl
eben auch so eine Initiative, wo man da sich beteiligen kann. Ich werde das mal sehen, dass ich das bis nächste Woche vielleicht vorbereite, nochmal ins Forum reinstelle, dass wir da an der Unterschriftenaktion uns beteiligen. Ansonsten haben wir hier in Braunschweig Luftfahrtbundesamt, was zum Beispiel die Emissionswerte von Triebwerken irgendwie kontrolliert, und die sollten eigentlich wissen, was aus Flugzeugen rauskommen darf und was nicht. Und ja, wir haben DLR, Zentrum Luft- und Raumfahrt, die Forschung machen. Wir haben ja die Uni, wir haben ja, Umweltamt von der Stadt. Also es gibt ganz viele Ansprechpartner. Wo ist das? Ja, jedenfalls habe ich mir vorgenommen, da mal wieder aktiv zu werden, dass wir da gerade eben diese Sache Geoengineering, Chemtrails angehen. Würde mich freuen, wenn das eben hier von unserer Seite, von der Mahnwache aus, auch Unterstützung findet. Und ja, ich hoffe, ihr hört dann demnächst wieder von mir zu dem Thema. Ja. War's. Alles klar, danke Peter. Ja, ich hatte auch schon mal so immer mal wieder gehört, ich weiß, das ist ein Thema, wo viele sagen, ja, Chemtrails, das ist da auch alles wieder Verschwörungstheorie. Schaut einfach mal auf der Bundeswehrseite und oder googelt einfach mal nach Geoengineering und schaut mal, was die Bundeswehr, unsere Bundeswehr zu dem Thema zu sagen hat. Glaubt nichts, was hier gesagt wird, am besten ist immer selbst zu recherchieren. Okay.